Over. Jäger 2-1, hier Overlord. Hören Sie mich. Over. Nimm das und bleib und... Wait, hat er mich! Okay, herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Folge. Wir spielen Call of Duty Modern Warfare 2. Ramirez, letztes Magazin, jetzt gilt es! Okay, wir spielen hier weiter. Es sind zu viele! Sender, Schnauze halten! Wieder mit Ramirez. Durchhalten, Corporal! Acht Spuren auf dieser Position verteidigt! Sag bitte kommen, hier ist ISS-Kontrolle. Houston fordert eine Übertragung von ihrer Helmkamera an. Over. Sie wollen, dass Sie zur dunklen Seite der Erde schauen. Sie sollten den Horizont bei etwa 15 Grad östlich der PV-Anlagen erreichen. Sat, Blickrichtung bitte etwas weiter nach rechts richten. Da ist sie. Wir erhalten Ihre Übertragung, Sat. Bitte kommen, Houston. Empfangen Sie das? Verstanden, ISS. Videoübertragung von Sat steht. Satz bitte weiterverfolgen. Wir analysieren das. Houston, heute sind keine Satellitenstarts geplant, oder? ISS hier, Houston. Bereithalten. Wir haben hier eventuell ein Problem. Der Start wird auf diese Woche nicht erfolgt. Und es wird immer schneller. Houston, hier ISS. Tja, ich glaube, der ist am Arsch. Ach du Kacke. Ein Helikopter. Hey! Immer weiter! Los, los! Was zum Teufel machen wir jetzt, Mann? Die Russen sind in der Überzahl. Die Scheiße fällt vom Himmel. Wir sind am Arsch. Klammer halten! Zusammenreißen, Corporal! Unsere Waffen funktionieren noch. Wir können den immer noch einheizen. Bleib hier. Hier bleiben. Sie gehen da raus? Sind Sie verrückt? Es ist vorbei. Los, wir müssen diesen Krieg gewinnen. Mutig, mutig. Was ist hier passiert? Es ist so still. Hey, was zum... Mein Rotpunktvisier funktioniert nicht. Meins auch nicht. Das ist seltsam, Mann. Wow. Seht ihr das an, Mann? Anscheinend sind Optik und Kommunikation ausgefallen. Es brennt nicht mal mehr eine Straßenlaterne. Ja, verdammt. Das sind die gleiche? Na ja, egal. Okay. Wir müssen uns mit allen draußen sammeln. Corporal Dunn, vorgehen. Huh. Kommt was? Code! Oder wir feuern! Ich erinnere mich nicht an die verdammte Losung, okay? Ich bin auf der Flucht! Nicht schießen! Die richtige Antwort ist Texas, Soldat. Was ist los? Colonel Marshall stellt ein Sonderkommando im Weißen Haus zusammen. Immer weiter nach Norden. Und wo wollen Sie hin?
Besser allen sagen, los, zum Weißen Haus! Sie haben den Mann gehört. Gehen wir. Der wusste doch den Code nicht mal. Wie können wir ihm jetzt vertrauen? Dann, Sie gehen vor. Huh. Sicher. Ich halte uns den Rücken frei. Verstanden. Code. Elender Kontakt! Feind bei den Regalen, linke Seite! Hier drüber! Das ist der Granada! Mein Gott! Da ist er! Da hinten auf der oben Seite! Verliebst du da? Oh! Противника! Прикройте! Американцы хитрее, чем кажется! Следите за флангом! In den mittleren Kabinen! Zeig dich! Jagd sie hoch! Boah! Granada! Sie sind tot, oder? Gesichert! Raum gesichert, los geht's! Gott, ey! Da ist das Eisenhower Building. Das Weiße Haus ist auf der anderen Seite. Oh Mann, wir müssen da raus. Dann untersuchen. Wir geben Deckung. Das war's für ihn. Ruhig bleiben. Habe drei Ziele gesichtet. Bleiben und in Stellung gehen. Freies Schutzfeld. Ausräuchern. Vorwärts. Was ist mit den Kerlen drin? Was ist mit denen? Ich halte uns den Rücken frei. Los. Warum kriegen wir nicht so ein dickes Auto? Alles klar. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Abstürzenden Helis ausweichen oder sich hier im Monsun den Arsch abzufrieren. Hua. Still. Ich glaube, ich sehe was. Feuer einstellen. Sind das Verbündete? Ich weiß nicht. Code! Gib mir jemand Deckung. Code! Sag Texas, verdammt. Mach schon. Sicher! Vorrücken, los! Alles geregelt.
meine Füße. Schluss mit dem Geschwätz. Ramirez, vorgehen. Mach ich. Ich dachte, der Präsidentenbunker ist unter dem Westflügel. Nein, das ist nur für Touristen. Das hier muss echt sein. Öffnen. Echt oder nicht, das Ding ist Geschichte. Ich hoffe, Sie sind rechtzeitig rausgekommen. Himmel. Wartet, ich mache nochmal schnell Pause. Die Folge war kurz, 11 Minuten. Was soll's? Oder spielen wir weiter? Ach komm, wir spielen weiter. Weil eigentlich beende ich ja die Folge immer, wenn ein neues Video kommt, aber nach 11 Minuten... War doch gerade erst warm geworden. Beeilung! Zum Weißen Haus! Bewegung! Hört sich so an, als hätten sie schon angefangen. Verstanden. Ruhe bewahren. Weiter feuern mit den 240 Bravos! Mehr Luft auf die linke Flanke! Wie ist die Situation, Sir? Hier sieht alles gut aus, Sergeant! Im Weißen Haus gibt es immer noch Strom! Wir können also mit dem Kommando reden! Wir es einnehmen sollten! Und jetzt rücken Sie auf der linken Flanke vor! Los! Auf den Kopf! Scheiße! Ramirez ist Geschichte. Oh ja. Scheiße. Unterbaum, Unterbaum.
Oh. Oh. Hals geschossen. Scheiße. War das ein Doppelter? Bin. Wir haben weniger als zwei Minuten, bevor sie die Stadt platt machen. Wir müssen zum Dach und sie aufhalten. Wir haben weniger als zwei Minuten. Beeilung! 90 Sekunden bis zum Abruf. 90 Sekunden! Wir müssen beeilen! Los! Wo sind wir mit der Linie? Rami Red! Mach sie fertig! Ab hin! Aktivität registriert! Ziel!
Oh. Leuchtsignale benutzen! Leuchtsignale weiter ausgedeckt! Abbrechen! Abbrechen! Leuchtsignale entdeckt! Mission abbrechen! Also, wann geht es nach Moskau? Nicht früh genug, Mann. Aber sobald wir dort sind, legen wir richtig los. Wenn die Zeit reif ist, Corporal. Wenn die Zeit reif ist. Oh, mal gut, dass ich mich dazu entschlossen habe, doch weiterzumachen. Sonst hätte ich jetzt 2 10-Minuten-Folgen. Es war eine harte Woche, meine Herren. Wir haben noch viel mehr verloren. Wir werden uns erholen. Ich habe einen Blankoscheck und ich werde ihn nutzen, um Makarov auszuschalten. Egal, was die Welt sagt, wir sind keine Wilden, wir töten keine Zivilisten, wir verwenden Präzision. In den Schatten versteckt sich ein Verbrecher und wir werden ihn ans Licht bringen. Wenn wir sein Gesicht kennen, werden wir Geschichte schreiben, Männer. Das sind die letzten Zufluchtsorte für Makarov und seine Männer. Klingt, als sollten wir an 2 Orten gleichzeitig sein. Unmöglich? Nicht für 1.41. 50-50, dass Makarov ausgeschaltet wird? Price, er bitte Erlaubnis, das Versteck mit Roach einzunehmen. Erteilt. Soap und ich übernehmen Afghanistan. Sehr gut. So schneiden wir alle Fluchtrouten ab. Wir beenden es jetzt. Okay. Seltsam. Und ich dachte, wir hätten den Krieg schon gestern beendet. Warte, wir machen nochmal Pause. Jetzt beenden wir die Folge nämlich einmal. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ich glaube, so langsam nähern wir uns dem Finale. Ja. Auf jeden Fall. Bis dahin. Bleibt gesund. Ciao, ciao.